Gebäude sind ein zentraler Bestandteil unseres täglichen Lebens. In Industrieländern wie zum Beispiel in Österreich verbringen wir etwa 90% unseres Lebens darin, zu Hause, bei der Arbeit oder in unserer Freizeit. Insgesamt sind Gebäude in der Europäischen Union für 40% unseres Energieverbrauchs und ungefähr 36% der Treibhausgasemissionen verantwortlich, die hauptsächlich aus dem Bau, Nutzung, Renovierung und Abriss stammen. Daher spielt die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden eine Schlüsselrolle bei der Erreichung des ehrgeizigen Ziels der CO2-Neutralität bis 2050, das im europäischen Green Deal festgelegt ist. Aufgrund der globalen Energiekrise von 2021 bis 2023 ist ein Großteil der Welt mit Engpässen und steigenden Preisen auf den Öl-, Gas- und Strommärkten konfrontiert. Höhere Energiepreise können Familien in die Armut treiben und gefährdete Haushalte in ein kaltes Zuhause zurücklassen. Von Energiearmut, im Englischen auch Fuel Poverty genannt, spricht man bei einem Haushalt, wenn seine Mitglieder es sich angesichts ihres Einkommens nicht leisten können, ihre Wohnung zu angemessenen Kosten ausreichend zu heizen. Energiearmut wird durch das Zusammentreffen von drei oder mehr Faktoren verursacht, zum Beispiel ein niedriges Einkommen, hohe Energiekosten, aber auch die schlechte Energieeffizienz eines Hauses. Mit einer Thermografie oder Wärmebildkamera können wir beispielsweise einen Hinweis auf die Energieeffizienz erhalten und Probleme bei bestehenden Gebäuden erkennen. Die Kamera ist ein Gerät, das mit Infrarotstrahlung ein Bild erzeugt, das ansonsten für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Das Bild ähnelt dem einer normalen Kamera, die ein Bild mit sichtbarem Licht erzeugt. Wo die Wärmedämmung mangelhaft ist, sehen wir warme Stellen, an denen die Wärme durch die Bausubstanz entweicht. Dadurch können wir Wege finden, um die Effizienz der Kühlung oder Heizung zu verbessern. Merkmale eines Niedrigenergiegebäudes sind neben der Superisolierung inklusive der Fenster die Luftdichtheit, die Wärmerückgewinnungslüftung und auch passive Solarbautechniken, wie zum Beispiel der Gebrauch von direktem Sonnenlicht, thermische Masse und so weiter. Aber auch aktive Solartechnologien, Warmwasser-Wärme-Recycling, zur Rückgewinnung von Wärme und wärmebrückenfreies Design sind zur Vermeidung von Wärmeverlusten und interstitieller Kondensation und Schimmelbildung wichtig. Mit Ultra-Niedrigenergie-, Nullenergie- und Plusenergiebauten müssen wir ihrem Jahresdurchschnitt keine Energie importieren, Plusenergiehäuser erwirtschaften gar einen Überschuss. Das wird durch eine Mischung aus Energiespartechnologien und dem Einsatz vieler aktiver Solartechniken, zum Beispiel Photovoltaikmodule oder auch solare Warmwasseraufbereitung und so weiter, sowie in einigen Fällen durch Energiespeicherung mit Hilfe von Batterien erreicht. Das bedeutet, dass Gebäude nicht mehr nur Verbraucher, im Englischen Consumer, von Energie sind, sondern zunehmend zu Prosumer, da sie sowohl Energie produzieren als auch verbrauchen. Bei allen Energiesparmaßnahmen ist der Rebound-Effekt zu beachten. Dies ist die Verringerung der erwarteten Einsparungen durch neue Technologien, die die Effizienz der Ressourcennutzung steigern. Dies geschieht zum Beispiel aufgrund von Verhaltensänderungen oder anderen systemischen Reaktionen. Mit anderen Worten, wenn Gebäude mehr Energie sparen, wird ein Teil dieser Einsparung vom Endnutzer als zusätzlicher Komfort zurückgenommen. Daher ist es wichtig, nicht nur Niedrigenergiegebäude zu entwerfen und zu bauen, sondern auch die Endnutzer über die Notwendigkeit aufzuklären, unseren Verbrauch zu reduzieren. Durch das Anziehen einer zusätzlichen Kleidungsschicht und das Absenken der Heizsolltemperatur um ca. 1 Grad Celsius, zum Beispiel Heizen auf 20 statt 21 Grad, kann der Heizenergieverbrauch um ca. 10% gesenkt werden.